Auf jeden Fall wirbelt so eine Baustelle jede Menge Staub auf. Habt ihr denn schon konkrete Pläne für euren Verein? Zum Staub aufwirbeln? Also wir haben eine Leichtathletikabteilung, wenn die auf einer echten Aschenbahn läuft, da geht schon auch mal ein bisschen Staub oder beim Tennis. Aber jetzt konkret hat es noch keine Pläne, wie wir da jetzt was umstrukturieren wollen oder so. Aber auf lange Sicht muss man sich schon überlegen, wie die Vereine sich aufstellen für die Zukunft. Konkurrenz zu Fitnessstudios, Konkurrenz zum Sofa zu Hause und ferngucken, ob die Leute überhaupt noch Sport machen wollen. Ja, also insofern ist schon ein langfristiges Ziel da. Okay, vielen Dank für das Interview. Schönen guten Tag. Wir sind hier von dem Sportmediencamp und führen Interviews durch über das Sportverhalten von Kleinvereinen. Was können Sie uns dazu sagen, gerade in Anbetracht dieser Großbaustelle hier? Das Sportverhalten von Kleinvereinen, das ist aber eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, warum Kleinvereine weniger oder mehr Sport machen sollten als große Vereine. Wo sehen Sie die Verbindung zu den Kleintierzüchtern? Zwischen Sport und Kleintierzüchtern ist es vielleicht schwierig, mal einen Huhn einzufangen. Da ist es immer gut, wenn man auf seine Fitness achtet. Man kann die Hühner ja auch trainieren. Ja, und wahrscheinlich ist das Muskelfleisch dann auch bekömmlicher. Ich würde mich über so einen Huhn freuen. Ja, mit Hasen ist das ja schon gängige Praxis. Haben Sie da schon eindeutige, einschlägige Erfahrungen mitgemacht? Auf jeden Fall. Auf der Kleintierzuchtshow hat mein Mann schon mehrfach Hasen gewonnen. Die schmecken gut am Sonntag darauf. Fantastisch. Haben Sie da spezielle Rezepte für? Das bereitet meine Schwiegermutter zu. Ich danke Ihnen für das Interview. Bin stabil. Problem ist aber, wenn du dann Schwenk machen willst. Hast du es aufgenommen? Guten Tag, ich darf Sie heute Abend zum offenen Kanal in Offenbach begrüßen. Wir haben heute hier die Sensation aufgetan, dass die Bagger wieder arbeiten. Wieso arbeiten sie wieder? Ja, keine Ahnung, ja. Was sagst du? Was sagen Sie denn zum Baulärm? Zum Baulärm? Ja. Man versteht nichts. Eben, Sie merken es ja eben, oder? Dass wir uns kaum unterhalten können. Echt schlimm, ne? Schönen Tag, schön. Schön. Ciao. Ja, guten Tag. Ich stehe hier mit dem Lukas zusammen. Der Lukas ist gerade aus Marburg hergezogen, frisch nach Offenbach. Ja. Hat sich hier eine schöne Wohnung gesucht an der Berliner Straße und da stimmt jetzt was nicht. Kannst du dazu was sagen? Ja, genau. Ich bin hier in das wunderschöne Haus reingezogen, ne? Und jetzt mitten vor meinem Haus eine Baustelle, wo ich früher mein Auto parken noch konnte. Und das hat mir auch der Vermieter versprochen und jetzt wird da irgendwie für neue Bürger, reiche Bürger was gebaut. Finde ich uncool. Was sagen Sie denn zu dem Baulärm aktuell? Gar nichts, ich schlafe gar nichts vorbei. Und Sie stört das nicht? Nee. Warum denn nicht? Ist normal, dass das abgebrochen wird. Ja, aber es ist noch funktionstüchtig. Es ist ein uraltes Gelumpe. Ja, aber trotzdem hat es noch per Jährchen gehalten. Ja, wird aber Zeit, dass was Neues kommt. Der Baulärm beeinträchtigt das Leben schon sehr. Außerdem zieht sich das sehr in der Länge. Ich habe auch das Gefühl, dass hier Sondermüll unnötig lange gelagert wird. Ja, ich weiß nicht, was das für gesundheitliche Konsequenzen hat. Ja, also ich bin unzufrieden mit der Bauleitung. Guten Tag, ich wollte Sie fragen, wie Sie zum Baumlärm stehen. Wie? Ich wollte Sie fragen, wie Sie zum Baumlärm stehen. Ja, also sieht schön aus. Soll bleiben. Soll bleiben? Natürlich. Ist nicht zu laut? Von der Lautstärke her geht nicht? Nee, also ich meine, soll das bleiben? Wegen dieser Baum. Das soll bleiben. Ja. Grün ist immer bleiben. Okay. Ja? Gut, ciao, ciao. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Guten Tag. Servus. Ich wollte fragen, wie Sie zum Baumlärm stehen. Der Baulärm ist mir ehrlich gesagt gleich, aber die Situation ist zum Kotzen hier. Okay. Ciao. Schönen Tag, ne? Warte, weiter geht's. Ich muss das hören. Habe ich schon falsch verstanden. Ich habe immer jeden Baum verstanden. Ist okay, wegen laut meinst du jetzt, ja? Wegen der Lautstärke? Ja, ist schon natürlich stört der doch. Stört, okay. Natürlich. Ja. Das ist ja doch zu viel. Ja. Aber ich weiß ja, wie ohne laut geht sowieso nicht im Bau, oder? Ja. Leider, es ist irgendwo aber Lösung zu finden, denke ich mal. Ich habe vorhin verstanden wegen der einen Baum da fortgeführt. So, ja. Baum verstanden, nicht Bau. Bau? Ja, Bau, doch. Und wir haben extra Tod umgedreht. Ja. Na, nee, danke.
Ja, nein, weil die geht nicht mehr weiter. Ich habe schon mal die. Denken Sie mal weiter. Die blöde okay. Straße aber auch. Ja, ja. Schaut euch noch schön so, dann, ne? Jetzt, wo die Bagger nicht mehr tätig sind, müssen wir uns neues Filmmaterial suchen oder wie sieht es da bei euch aus? Wir gehen ins Detail. Ihr dürft nie Leute direkt in die Kamera sprechen. Wir haben vorhin festgestellt, bei einem Schwenk mit einer Zoom-Aufnahme, wo wir ganz dicht dran gegangen sind, dass zwischen diesen Teerabfällen da ziemlich bleiche, menschliche Knochen gefunden wurden. Und wir stehen jetzt hier und warten auf die Profiler von Navy CIS, die das Ganze untersuchen wollen. Zwischendrin scheint es hier auch noch einen Bombenfund gegeben zu haben aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir sind gespannt. Die Innenstadt, das wurde schon angekündigt, soll zum Wochenende hin gesperrt werden, damit diese Bomben entschärft werden können. Wahrscheinlich wird es dann diesen ganzen Stadtteil in der nächsten Woche nach Pfingsten nicht mehr geben. Ja, vielen Dank für den ruhigen Beitrag, der sachlich den Leuten sicherlich rübergebracht wird. Vielen Dank. Keine Ursache.